ist das Leben, Prosa ist der Tod. Steht hier drin. ISBN-Nummer, Moment. ISBN-Nummer, bitte. Ja, natürlich. Haben Sie geschwärzt. Ich kann in der Zwischenzeit mal das Märchen vom kleinen Sackgesicht vorlesen. Sie suchen sich die Texte ja selber aus. Es war einmal gewesen, getan, vor langer, langer Zeit oder auch ein wenig früher, das ist Ansichtssache und kommt zudem noch drauf an, aber im Grunde unten drin tut das eigentlich auch ganz egal am Sein. Jedenfalls war da einmal ein klein, nicklicher junger Mann, der war so hässlich, das glaubt man gar nicht, wie hässlich. Er schaute so ein bisschen aus wie eine explodierte Hämorrhoide mit Augen. So als hätte er vom lieben Gott beim Verteilen der Schönheit mal nur noch einen Pfund Gehacktes für seine Visage abbekommen. Er war einfach so kacke hässlich, dass sogar seine eigenen Eltern sich bei seiner Geburt die Pupillen zunähen ließen. Und selbst die Blinden wechselten die Straßenseite, wenn er ihnen entgegenkommte. Also kurz gesagt, schön war er nicht, der Eimerkopf. Und wegen eben diesem ihm seiner ekelhaftiglichen Anschaulichkeit nennten ihn alle Leute auf der Welt nur noch das kleine Sackgesicht. Und riefen dies auch laut hinter ihm hinterher, wenn er sich mal auf die Straße traute. Das machte ihn richtig depressiv bisweilen und manchmal sogar traurig. Doch eines schönen Tages passierte etwas Wundersames. Ganz plötzlich erscheinte da nämlich in seinem Zimmer drin mit einem leisen Tingelingeling eine schöne und gute Fee mit verbundenen Augen und sprechte: Hallo, du kleines Sackgesicht. Ich bin eine gute Fee sein tun. Und ich bin gekommen, um dich zu helfen, jawohl. Oh, toll, 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 toll. Jubilarilierte da der kleine Sackgesicht-Sack. Der kleine Gesichtssack steht da nur, aber ist auch egal. Dann kannst du mich ja endlich schön zaubern. Juhuhu. Und sein kleines Herzelein bubbelte vor Freude ganz, ganz dolle. Nun ja, wortete die magische Else Ant. Ich bin zwar eine gute Fee, aber so gut bin ich nur auch nicht. Natürlich werde ich dich nicht schön zaubern und das wird auch kein anderer nicht tun. Denn sowas geht ja natürlich gar nicht in echt. Ich bin ja nicht Siegfried und Roy oder irgend so ein schwuler Tiger. Also vergiss mal den ganzen Hokuslokus. Aber dafür habe ich für dich einen guten Schlag Rat und ein paar weise Worte mitgebracht. Also höre gut zu und lausche. Du tust nun einmal scheißen Schweine mega hässlich sein und eine Beleidigung für jedem seine Augen. Und das wird sich auch niemals ändern tun, ist nun mal so. Das kannst du jetzt wie ein echter Mann akzeptieren? Bringt dich aber auch nicht weiter. Also deshalb, itzund mein lieb gemeinter Rat, häng dich doch auf, du Beule. Und mit einem weiteren zauberhaften Tingelpingel-Dingsterbums verschwindet die gute Frau Fee, wie sie gekommen gewesen worden war. Das kleine Sackgesicht aber schlurfte zur Kommode, holte einen Strick heraus und hängte sich kurzerhand am selbigen auf. Tja, und wenn er nicht inzwischen abgeschnitten wurde, dann baumelt er da noch heute.